Ja, so fährt er dann, die neue Karre. Voll cool. Niegelnagelneu. Alles noch mit voll ausgebaut. Also mit Dach. Hier, hallo, da kann ich oben aufgucken. So sieht es von vorne aus. Mit Digitaldisplay. Voll hier vorne drin. Da Digitaldisplay. Dann haben wir ja hier ein Tempomat. Der ist auf der Seite. Den setzt man hier. Also man kann hier setzen. Da sieht man da vorne diese kleine grüne Anzeige. Und wenn man jetzt hier dieses Rädchen drückt, dann geht der vorne, dann geht er ein bisschen rauf und runter, immer in 10er Schritten. Das ist echt eine praktische Sache. Und das ist eine Distanzkontrolle. Das heißt, der fährt, wenn jetzt vorne ein LKW kommt, dann hält er den Abstand. Also, was auch mega cool ist, ist das, dass man, dass das Fahrzeug zur linken Seite auch diese so Anzeige hat, wenn ein Fahrzeug sich neben einem befindet, das gleiche auf der Seite. Gibt es das Fahrzeug natürlich wieder selber Gas. Die Taste hier, diese Reset-Taste oder Rest-Taste ist, dass wenn das Auto, wenn man mal gebremst hat, dann sitzt das in den Zustand zurück. Also hier, das ist echt eine praktische Funktion und das Navi vorne im Display drin. Das heißt, voll digital nennt sich diese Anzeige. Was haben wir noch? Telefoneinbau, Fahrzeug, Verkehrszeichenüberwachung oder Erkennung. Das heißt, diese 70, wenn sobald das nächste Temposchild kommt, wird das erfasst und dann sehe ich das nächste. Und zwar wird es fotografiert. Also hier kommt nochmal 70 und da ist diese 70 da. Das Fahrzeug, ein sogenannter Lane-Assistent oder Führungsassistent. Das heißt, das Lenkrad, das geht mit der Fahrspur und zwar irgendwie links an diesem weißen Pfosten, an der weißen Spur orientiert sich und greift dann ins Lenkrad leicht ein, also unterstützend. Das heißt, auf der Autobahn oder wenn du irgendwo fährst, dann wird das immer, wird das Lenkrad hier mitgeführt. Nennt sich Spurhalteassistent. Coole Funktion, an der Seite gibt es einen Massagesitz. Also wer längere Fahrten macht, da kann ich das echt empfehlen. Und ich habe einen Spurwechselassistent. Das heißt, wenn rechts oder links ein Fahrzeug ist, dann leuchtet diese Leuchte an der Seite auf. Das heißt, immer wenn einer links neben mir da rankommt, dann wird er nach der Kamera überwacht, dann sehe ich, ob da ein Fahrzeug ist, was wirklich auf der Autobahn sehr hilfreich ist. Und er blockiert mir auch, dass ich nach links fahre. Jetzt kommt gleich einer. Achtung. Und jetzt leuchtet auch die Leuchte. Das ist wirklich sehr hilfreich.